und herzlich willkommen zurück zu Chibi Let's Play mit Final Fantasy 2. Mitten im Kampf im Schneeland gegen Eiszapfen. So, die sind aber auch kein Problem, oder? War doch? Nee, ne? Na also, okay. Ja, so ein bisschen Training wäre vielleicht hin und wieder mal angebracht. Ja gut, aber die sind jetzt auch nur noch zu dritt, ne? Also der gute Josef hat es im letzten Part leider nicht mehr geschafft, aus der Höhle rauszukommen. Er hat sich zugunsten unseres Trios dann doch geopfert. Traurigerweise. Aber wir haben immerhin Freyas Glocke und dieses Item ist doch sehr wichtig, um das Sonnenfeuer aus der Festung Cassion zu bergen. Und das steht halt auch als nächstes auf unserem Plan. So, machen wir mal Blitz. Und du machst mal... Achso, du hast alles... Nee, einen hast du ja noch. Dann kannst du Eis machen. Du haust so drauf. Falls wirklich nur einer stehen sollte, hau drauf, Guy. So, das müsste fürs Magie-Level eigentlich auch schon wieder reichen, oder? Na, könnte knapp werden, oder? Blitz. Jawohl. Und Intelligenz. Okay. Blitz ist schon mal gestiegen. Gut. Okay. Oh. Okay. Dann macht der gute Guy mal seinen Eiszauber. Dann kann er den nämlich auch noch ein bisschen verstärken. Hoffe ich. Ja. Nee, doch nicht. Okay, haben wir drauf. Ah, das tut schon weh. Ich muss gerade überlegen. Also ich wollte gerne noch vorher in Salamand, um da ins Inn zu gehen. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch irgendwas kaufen sollte. Wir haben 8400 paar zerquetschte an Gil. Ja, gucken wir erstmal. Gucken wir erstmal, wie teuer die Übernachtung im Inn hier ist. 100, okay. Gut, dann ruht euch schön aus, meine Lieben. Und wehe, einer schnarcht. Okay. Dann können wir jetzt weitermachen. Die gute Rüstung und allmögliche mit Nitrie gibt es leider nur in Altea. Wäre jetzt ein kleiner Umweg. Ne, hier haben wir ja alles, außer Bann. Und auf Bann bin ich jetzt nicht so wirklich erpicht, dass ich es jetzt unbedingt haben muss. Weil wir ja auch Beam haben. Gehen wir mal weiter. Ich meine, wir haben noch eine Stadt vor uns, nämlich Barfusk. So. Also wir müssen nach Cassion. Ich gucke gerade. Ich glaube, hier steht es nämlich noch nicht. Ich war da nämlich noch nicht. Okay. Ja, also da hier nichts mehr ist, kann es ja nur so weit kommen, dass wir hier am Barfusk vorbeigehen müssen und dann hier hin. Denke ich mir einfach. Eine von den beiden Punkten wird schon Cassion sein, denke ich. Also gehen wir mal dahin. Wirklich. Ja, okay, den einen Splinter, den können wir gern vermöbeln. Ja, also den Hauch einer Chance. Oder sollte ich wirklich noch mal nach, was hast du denn das? Lederhut, Silber. Sollte ich wirklich noch mal nach Altea? Ich glaube, das wäre doch nicht so verkehrt. Ja, ja
gut. Für die Guild zerklopp ich auch Goblins. So, der nächste. So, das war's. 100 Gil. Gut. Das ist aber auch leider ein ungünstiges Hin und Her. Oh, tut mir leid. Das Schiff ist gerade in Poff vor Anker gegangen. Okay. Ach so, ja klar. Okay. Na gut, dann gehen wir direkt nach Kashion. Egal! Sollte auch so gehen. Vielleicht finde ich auch Rüstungsteile im Schloss, im Verlies von Kashion. Gucken wir mal. Oder Ruine, besser gesagt, weil Kashion an sich als Königreich auch nicht mehr so vorhanden ist, wie wir ja von Prinz Gordon erfahren haben. Und Prinz Scott, also der Imperator, war da wohl auch schon mal. Und Prinz Scott hat sich zwar gewehrt, wurde dabei aber tödlich verwundet. Das war ja derjenige, der uns damals ganz am Anfang den Ring gegeben hatte. Und Prinz Gordon hat sich ja in Altea aufgehalten, aber leider Trübsal geblasen, weil er sich für unfähig hielt, weil er geflüchtet war. Naja, schauen wir uns das erstmal an. Beziehungsweise ich gehe erstmal nach Barfuß. Kupala. Hey, ich wollte da rein. Lass mich durch. Ja, zack. Nächste bitte. Da brauche ich noch nicht mal Strategie. Einfach draufhauen. Okay. Wir können weiter. Yay! Okay. Warte mal, habe ich immer noch Potion? Sortieren? Nein. Okay. Lass mich mal durch. Ja, ich möchte Potion kaufen. Ich meine, das hat der Linke. Ja. Ja. Potion, vielleicht auch 2, 3. Ja, ich denke, das reicht. An sich hat ja... Ja gut, falls Maria umkippt. Weil das Ether so teuer ist. 1000 Gil. Das hatte ich so im Teil 1 nicht mehr in Erinnerung. Kann sein, dass das damals auch 1000 Gil war. Kann sein, dass es auch was anderes war. Ich weiß nicht mehr. Angst klingt gut. Medikus, Medica. Also Medikus, heiltemporären Zustand, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass das im Kampf gilt. Von daher würde ich lieber das nehmen. Und stumm nehmen wir auch mit. Dann haben wir von allem etwas. Die Frage ist nur, wer soll was bekommen? Nein, ich wollte nicht wechseln. Oh. So, jetzt aber. Medica habe ich jetzt. Kriegt Maria. Dann stumm. Lässt das Opfer verstummen. Das kann er nicht mehr zaubern. Das kriegt Firion. Der hat ja auch schon Anti und so. Und Gegner verängstigen. Ich wäre dazu geneigt, dass Guy das lernt. Ich meine, er ist eh der Hau drauf, da kann man sich bestimmt als kleines Monster schon gut vor ihm erschrecken. Und wenn nicht, dann sorgen wir halt dafür. Nicht den Hauch einer Chance.
Okay. Neun Ge... Ach, Mann. Ich möchte doch nur weiter. Jetzt ist wieder der Moment gekommen, in dem mir die Zufallskämpfe ein bisschen überdrüssig werden. So, hier ist die Felskante. Wie muss ich denn hier rum, um diesen Kreis? Ich würde sagen, hier rum. Ja, ist sinniger. Kürzer. Gut. Ja, haut einfach so drauf. Das wird schon irgendwie passen. Leg dich nicht mit Guy an. So. Okay. Fängt die Musik eigentlich jedes Mal von vorne an, wenn ich wieder zurück in die Weltkarte komme? Muss ich gleich mal drauf achten. Ich glaube ja. Naja. Was soll's? Ah. Kashion. Und auch hier gibt es Monster. Und zwar viele. Ich denke mal, Feuer reicht schon. Stufe 3. So. Yay, wir haben es geschafft. Feuerstufe. Okay, wir haben Stufe 4 schon. Schon? Okay, gut, gerne. So. Ah! Das Sonnenfeuer brennt lichterloh. Genau. Freyas Glocke, nichts passiert. Moment. Hä? Ach so, ja klar. Es hieß ja, irgendwo ist eine Tür. Und ich meine, diese Tür ist es. Und hier muss ich Freyas Glocke läuten. Schauen wir mal. Die Glocke läutet einen lieblichen Klang, als sich lautlos die Tür entriegelt. Okay, gut. Jetzt sortiere ich wieder mal. Gefällt mir so besser. Okay. Huh, was machst du denn hier? Ich bin zurückgekehrt, um das Sonnenfeuer zu holen. Wer außer mir hätte sonst das Siegel aufbrechen können? Die Ägilsfackel muss irgendwo im Schloss sein. Doch es wimmelt nur so von Monstern. Alleine traue ich mich nicht hier rein. Und mit leeren Händen nach Altea zurück wollte ich auch nicht. Hm. Dann begleite uns doch. Ja, genau. Komm mit uns. Du wirst dich ja eh besser auskennen als wir. Danke. Doch das Schloss birgt viele Geheimnisse, die auch mir nicht anvertraut wurden. Doch ich werde an eurer Seite kämpfen. Ja, das ist ein guter Plan. Prinz Gordon ist hinzugestoßen. Yay! Gut, dann schauen wir mal, was der gute Prinz kann. Waffenlevel 2, bei allem. Okay. Keine Magie, aber auch so alles 22, ne? Schön ausgeglichen, der Kerl. Okay, dann laufen wir mal hier lang. Kashion, okay. Oh, was ist das denn? Ein Goblin-Wächter? Der blaue? Okay, Stumm ist doof. Ja, nehmen wir mal Feuer. Und du haust einfach drauf. Ihr haut beide drauf. Gordon hat verhältnismäßig wenig HP.
Okay. Das ist gegessen. Gut, gehen wir mal weiter. Eine Truhe. Hey, gut bewacht sogar. Das hat sogar gereicht, okay. Was ist drin? Vita! Die Vita-Magie. Okay, ja, dann kriegt das Firion auch noch. Genau. Kann er auch so ein bisschen heilen bei Gelegenheit. Ist auch nicht verkehrt. Gehen wir mal hier links lang. Hier sind noch mehr Viecher. Killer-Tomaten und Erbsen. Die hat keine Lust, okay. Okay. Läuft doch. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Antidote. Gut, nehmen wir mit. Was haben wir hier? Nix. Monster. Oh, Todesabt. Okay. Da gehe ich mal mit Brutalität dran. Nochmal bitte. Okay. Das waren sehr viele Gil. Mal eben. Gut. Noch mehr Todesabt. Okay. Jetzt meinen sie es ernst, ne? Nochmal Feuer auf alle. Mach du mal Vita auf alle und du hast auch und du auch. Vielleicht reicht das schon. Jo, Alter! Stufe 4! Wow! Heftig! Eigentlich könnte ich da weiter im Kreis rumlaufen zum Leveln, aber. Ja gut, wir haben 2 Äther. Ja, gucken wir mal, ne? Wir sind gerade dabei und. Adamann! Scheidmai, du warst doch zuletzt der Boss in der Schneehöhle. Ja, schön, dich wiederzusehen. Was war nochmal effektiv gegen dich? Ich glaube, Eis, ne? Werden sehen. Ja, ich nehme einfach mal Eis, eine komplette Eisrunde. Für alle! Je nach Geschmackssorte dürft ihr euch frei aussuchen. Ich glaube, das war schon sehr effektiv. Deswegen mache ich das nochmal. So. Leider kann der gute Gordon nichts machen. Ja, das bringt nicht so viel. Okay, das war's. Oh, Diamantschild. Ja, cool. Du hast den Mithril schon, aber ein Diamant. Nicht so viel. Resistenz gegen Elektrizität. Jo, nimm mit. Uch, Antik. Okay, warum Antik? Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das mal. Ach, okay. Moment, das war doch das mit dem ja, verfluchtes Schwert. Ja gut, wir versuchen es einfach mal. Aber ich glaube, das verfluchte Schwert kann mir selber Schaden zufügen. Das ist ja fies. Feuer. Daneben. Sah auch schon sehr rostig aus, das antike Schwert. Thank you.
Okay. Es geht nur leider immer daneben. Das ist ja nicht so toll. Nee. Oh. Ogre, Magus und Ogre. Ja, okay. Guten Tag, hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Das ist alles! 17 Schaden! Ach du Wei, jetzt kommen Sie hier mit Stufe 5. Blink. So, der ist schon mal weg. Das bringt nichts. Oh, du triffst aber auch gar nicht. Okay, ich gebe dir nachher das Mithril. Das beherrschst du immerhin. So, und der eine noch. Einfach drauf, mit Gewalt. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Wow. Blind. Auf wen denn? Auf alle. Ja, toll. Genau, sicher. Oh, trotzdem getroffen. Yay. Und das hat gereicht. Gut. Gut, wir können weiter. Oh, Eis und Blink. Nimm mal mit. Oh, jetzt sind sie alle dunkel. Yay. Ja gut, können wir das mal ausprobieren. Ne? So. Gut. Also dunkel entspricht hier Blindheit. Okay, gut zu wissen. Ja toll, jetzt habe ich ein Eis. Aber die können doch schon alle Eis. Ah. Warte mal, Blink war... Wer könnte denn nochmal Blink von euch? Du konntest Blink. Ja, dann kriegt das auch wieder Firion. Ganz klar, ne? So. So ein bisschen für die eigene Sache. Ja. Hat ja auch so einen Mischmasch aus Schwarz- und Weiß-Magie. Hallöchen, Adamant. Mai Tai. Tai Mai, Entschuldigung. Mai Tai ist ein sehr leckeres alkoholisches Getränk. Das hat schon ordentlich reingezogen. Ey, was eine höhere Stufe ausmacht, ey. Wow. MP gestiegen. Okay. Ja, so langsam reicht's mir, aber wir können den Raum hier wirklich jetzt getrost verlassen. Sonst wird's sehr eintönig. Ich habe genug gelevelt, würde ich sagen. Vor allem, da wir auch kurz vor Exitus schon standen. Reicht jetzt! Guck dir MP mal an, das reicht jetzt wirklich. Soll ich die Schildkröte hier besiegen und dann weg. Natürlich wehrt sie sich. Reicht das jetzt, wenn... Stimmt, ich wollte ja noch die Waffe wechseln. Nein, oder? Wirklich? Ach du Wei. Maria, tu mal was. Huch, wir hatten, die Schildkröte hatte gerade ein Symbol bei sich. Was heißt das denn? Das habe ich, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gesehen. Oder beziehungsweise noch nie.
Verwirrtheit? Ja, jetzt aber. Und tschüss. Jawohl. Darauf war ich jetzt nur hinaus. Potion! So. Jetzt will raus hier. Jetzt will weiter. Oh, wir haben jetzt schon 25 Minuten überschritten. Ja, okay. Gut. Nee, also das Schwert gefällt mir wirklich nicht. Dann muss ich jetzt raus. Jetzt doch ein für alle Male. Warte mal, wir können ja bestimmt mal gucken. Trefferquote 5 zu 24. Wirklich? Ändert sich das denn, wenn ich jetzt das hier so wechsle? 5 zu 64. Okay. Gut, hier ist kein Schatz. Dann gehe ich jetzt die Treppe hoch. Und da das hier schon so verwinkelt aussieht, würde ich sagen, dann mache ich hier einen kleinen Schnitt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, meine Lieben. Bis bald! Tschüss!